Und halli, hallo Leute, mein Name ist Gutko und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Age. Wir befinden uns immer noch in der Nixon-Höhle und haben im letzten Part den Mittelboss besiegt. Nun geben wir uns hier weiter nach rechts und schauen, was uns in diesem Tempel noch erwartet. Okay, erstmal gibt es hier Blöcke zu zerstören mit Bomben und erstmal die Gegner auslöschen, damit sie uns nicht provozieren können. Komm. Und besiegt. Okay. So, oh, da ist ja noch einer, der sich versteckt hat vor uns. Ha, aber du hast keine Chance. Okay, dann rüsten wir eine Bombe aus. Und nun wird es ein bisschen tricky. Man muss sie so lange behalten, dass sie einem fast in der Hand explodiert. Damit wir überhaupt diesen Block zerstören können. Perfekt. Dann rüsten wir den Tauschhaken aus. Wir geben tauschen mit diesem Ding unseren Platz und erhalten... Was? Den Nixon-Anzug. Nun kannst du tief tauchen. Drücke... Ah, da, damit kann man in tiefen Gewässern auch schwimmen. Wow, nicht schlecht. Also das kannte ich gar nicht. Das muss man auch nicht extra ausrüsten. Das hat man jetzt für immer. Wow, das gefällt mir irgendwie. Dann müssen wir uns jetzt in tiefe Gewässer begeben. Okay, ich habe schon eine Idee. Wir begeben uns hier einfach nach oben. Und dann weiter nach rechts. Schnell den Schlangen und den Feuer alle möglichen ausweichen. So, dann schwimmen... Oh, ach so, man schwimmt nicht mehr mit A, sondern nur noch mit dem Pfeiltasten. Das geht, wow, rasend schnell. Schaut mal, wie schnell der Link diesmal schwimmt jetzt. Okay, wie ein Formel-1-Wagen unter Wasser. Das gefällt mir. Aber hier war nicht das, die tiefen Gewässer. Okay, ich habe noch eine andere Idee. Wir schwimmen zurück. Geht ja jetzt ziemlich schnell dank dem nächsten Anzug. Das gefällt mir sehr. Wow, also... Ha! Nicht schlecht. So, dann schwimmen wir zurück. Wir geben uns doch hier erstmal wieder zurück. Und hier rechts weiter, denn da war noch eine Tür mit einem Schloss und einen kleinen Schlüssel besitzen wir ja noch. Ich hoffe, dass die Tür noch offen ist. Nein, das heißt, wir dürfen erstmal die Kerzengegner wieder besiegen. So, erstmal du. Dann Nummer 2. Und nur noch du, Nummer 3. So, alle besiegt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie sterben. Und wir können weiter. Sehr schön. So, dann weichen wir hier den Gegnern schnell aus. Juhu! Und benutzen oben hier an dieser Türe unseren letzten oder einzigen Schlüssel bis jetzt, besser gesagt. So, dann könnten wir entweder hier hoch weiter, hier oben. Ja, das müssen wir auch. Okay. Rüsten den Tauschhaken aus. Und begeben uns auf diese andere Seite oben. Um nachzuschauen, was es hier eigentlich noch gibt. Denn dort gab es, ich erinnere mich, eine Truhe. Schauen wir nach, was sie für uns beinhaltet. Okay. Den Kompass. Okay, sehr gut. Aber wir waren schon überall. Es gibt nichts mehr freizuschalten im Tempel in der Gegenwart. Okay, deshalb müssen wir einfach wieder hinaus aus dem Tempel. Es gibt hier nichts mehr zu holen. Wir haben alles. In der Gegenwart mussten wir nur den Nixon-Anzug holen. Jetzt müssen wir wieder hinaus und in die Vergangenheit begeben und dann die Nixon-Höhle in der Vergangenheit machen. Sehr gut, wir haben die Nixon-Höhle in der Gegenwart komplett abgeschlossen. Yay! Das macht mich überglücklich. Moment, aber erstmal schauen wir nach. Hier können wir jetzt schwimmen und tauchen. Und hier, schaut mal, Link ist eine Meerjungfrau. Haha, yay! Okay, was gibt es hier in der Truhe? Einen Ring, yay! Ringe mag ich. Okay, dann begeben wir uns wieder nach oben. Das sieht ja lustig aus, also Link in einem Meerjungsfrauenanzug sozusagen. Gut, dann begeben wir uns in die Vergangenheit. Martha interessiert uns nicht. Sie war gerade da. Aber egal. So, und begeben uns wieder hinterm Wasserfall. So. In die nächste Höhle. Und diesmal können wir hier auch weitermachen, denn ich erinnere mich noch, haben wir an einer Stelle nicht weiter gelangen können. Durch tiefes Gewässer, das wir aber jetzt können. Muaha! Okay, erstmal alles tot slashen. So, und nun bin ich, glaube ich, komplett falsch gelaufen. Oh ja, wir müssen nämlich gar nicht hier entlang, sondern erstmal unten wieder, alles zurück. Und hier rechts weiter gleich. Nein, Moment, irgendwie bin ich gerade sehr verwirrt. Moment, das war doch hier, glaube ich. Wir gehen hier... Okay, erstmal müssen wir wieder die Gegner besiegen. Haha, das hat ihnen nichts gebracht, woanders... Ach komm schon.
Okay, einen Moment warten. Er taucht auf und ist tot. Jetzt fehlt noch der andere dahinter. Und ich hätte doch gleich weiter können. Naja, egal. Dann, wir gehen jetzt eben jetzt weiter. Sag bloß, ich muss jetzt die Gegner besiegen. Leider ja. Okay, dann rüsten wir das Blasrohr aus mit dem Feuer und besiegen euch. Euch Wachskerzen... Oh! Kerzengegner. Stirb! Oh, verdammt. Okay, noch einmal. Stirb! Und noch du da oben. Stirb! Gut, jetzt müssen sie nur noch sterben und wir können weiter. Feder. Und wir können weiter. Jawohl. Okay, war das mit dem Wasser, was ich meinte. Wir schwimmen einfach weiter nach rechts, denn hier, erinnern wir uns, hat sich die Wand wegbewegt und es ist tiefes Gewässer. Dann tauchen wir hinab und können hier tatsächlich weiter. Oh, das liebe ich an Oracle of Ages. Das ist so fantasievoll und mit Liebe gemacht. Okay, weiter rechts. Unter Wasser kann ich nicht angreifen, das ist das Problem. Okay, hä? Aber hier ging es doch weiter nach links. Schauen wir erstmal, was es dort gab. Okay, nur Töpfe. Okay, dann interessiert uns das nicht. Wir begeben uns hier durch die Treppe. Und schwimmen erstmal. Okay, eine 2D-Schwimmpassage. Das ist ja. Das wird ja immer schöner. Okay. Hier nach oben. Und was erwartet uns hier? Noch mehr mit Schwimmen. Okay, hier gibt es eine Strömung, wie ihr es sehen könnt. Die treibt uns erstmal nach links. Okay, dann hier nach oben. Wow, weiter da. Nein, 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 zurück. Und hier weiter. Hier gibt es was, aber. Ich glaube, das Wasser sollte nicht da sein, denn ich weiß nicht, wie ich jetzt die Gegner angreifen soll. Wir schauen uns erstmal um. Es gibt tatsächlich gar nichts. Kann ich Bomben benutzen? Nein, auch nicht. Kann ich überhaupt was benutzen? Ja, den Tauschhaken, denn damit kann ich auch die Schlangen besiegen. Okay, immerhin. Dann erhalten wir die Truhe und in dieser befindet sich ein kleiner Schlüssel. Okay, gut, sehr gut. Wenigstens ein wenig Fortschritt. Gut, dann schwimmen wir wieder zurück. Oh, wieder die Treppen hinauf. Oder wieder, merkwürdigerweise, wieder hinunter. Eigentlich müsste es jetzt hinauf sein, aber egal. Schwimmen einfach durch. Hier gibt es eh nichts, glaube ich. Nein, rein gar nichts. Also, begeben wir uns wieder zurück. An den Quallen vorbei. Oh, Link schwimmt schneller. Nein, er schwimmt schon schnell. Das muss man dazu sagen. Also, ich liebe es. So, hier nach oben. Jetzt müssen wir noch eine Türe finden, die wir vorher nicht hätten öffnen können. Denn jetzt haben wir einen kleinen Schlüssel. Und mit diesem müssten wir irgendwie weiter gelangen können. Hier weiter links war nur die Truhe. Okay, wieder zurück. So. Hier drauf. Hey, was soll denn das? So, und schnell durch. Okay. Euch weichen, ja... Erstmal die Feder wieder ausrüsten, denn nun kann ich endlich wieder springen. Ich habe nur noch 4¼ Herz, ich muss langsam aufpassen. So, hier tauchen blöderweise auch wieder die Gegner auf, doch sie können uns nichts antun. Hier durch. Okay, die Türe müsste oben links sein, denn dort war das letzte Feld, wo ich nicht weitergelangt bin. Gibst du mir ein Herz? Du bist böse. Du bist gemein, warum gibst du mir kein Herz? Okay, mal links müssen wir. Auf geht's nach links. Ach, da war das hier. Okay, das kenne ich noch, daran erinnere ich mich. Wir brauchen erstmal den Somaria-Stab. Setzen hier einen Block hin. Und dort oben brauchen wir noch, wie hieß das? Ein Topf. So, vielleicht kriege ich auch ein Herz. Das wäre sehr nett von den Töpfen. Aber nein, sie geben mir zumindest Kerne. Also... Oh, und ein Herz. Sehr schön. Dankeschön. So, diesen schieben wir auf den Schalter. Und begeben uns jetzt noch nach oben. Oh, das war nicht so schlau. Okay, noch einmal. Begeben uns noch nach oben. Sehr schön. So, hier oben brauchen wir Bomben. Aber erstmal dich. Und die Hände. Oh. Und die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. So, oh, und er hat uns sein Herz da gelassen. Das finde ich sehr nett von ihm. Weiter oben ist tiefes Gewässer. Da konnten wir vorher nicht weiter. Und eine Türe mit einem Schloss. Oh yeah, baby. So, dann möchte ich kurz den Kraft am Band. Ich glaube nicht, dass da umsonst so viele Töpfe sind.
Wir halten Bomben, eine Fee und ja, okay, das reicht mir schon alles. Feder. Normalerweise würde ich ja jetzt sofort durch die Türe gehen, aber dadurch, dass tiefes Gewässer da ist, schwimmen wir erstmal hinunter und schauen nach, was es hier zu finden gibt. Okay, es geht auf jeden Fall nach oben und mehr nicht. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben. Dann gibt es hier, wow, eine Falle, okay, da können wir nicht durch. Hier gibt es wieder einen Strudel und Schlangen, wow. Ah, schneller. Gibt es hier eine, weiter links gibt es eine Truhe und oben. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben. Hier rüsten wir den Tauschhaken aus. Besiegen diese schöne Schlange und diese auch. Und die Türe hat sich schon mal geöffnet. Sehr schön. Schwimmen schnell durch. Okay, und gelangen hier zu einer Truhe. Okay, was muss ich hier machen? Ich sehe schon, man muss nur diesen Stein, meiner Meinung nach, hier hinbringen. Damit es eine Symmetrie ergibt, aber... Ach so, man muss die... Okay, das ist einfach. Man muss die Steine hier ersetzen, ne? Die Bodenplatten mit den Steinen ersetzen, einfach nur. Okay, noch dahin. Du... Bitte hier nach oben. So, jetzt noch die anderen drei Steine. Als erstmal langsam. Du da unten. Das war zu weit weg. Du. So, du kannst auch gleich. Moment. Hier hinkommen. So, sehr schön. Jetzt noch der dritte Stein. Oh, ein bisschen, ein wenig umständlich, aber nun ja. Das wird eben von einem verlangt. So, nun tausche ich mit diesen drei Steinen noch die Plätze, um die Bodenplatten auszufüllen. Noch der letzte Stein. Und wir haben die Truhe. Und darin befindet sich ein kleiner Schlüssel. Okay, jetzt habe ich zwei, merkwürdigerweise. Eine Truhe können wir noch holen. Das weiß ich ja noch. Wir schwimmen schnell durch. Oh, langsam werden meine Finger müde. Ich muss nämlich jedes Mal auf die Pfeiltaste drücken, wenn Link schwimmen soll. So, hier schnell durch. Wow, das war knapp, aber geschafft. Und die Truhe öffnen. Wir erhalten 30 Rubine. Feine Sache, das ist wahr. Können wir dich eigentlich auch mit dem Tauschhaken besiegen? Ja, und er teilt sich. Okay, gut, dann wissen wir zumindest, wie man die Qualen besiegen kann. So, nun wieder nach oben. Oh, sehr schön. So, die Feder. Und durch. Hier erstmal den ersten kleinen Schlüssel benutzen. Und hierfür brauchen wir den zweiten kleinen Schlüssel. Okay, gut zu wissen. So, auf den Schalter. Oh, ich sehe schon. Okay, ich brauche das Blasrohr. Mit Duftkannen, okay. Wie mache ich das nun am... Genau so, glaube ich. Testen wir es aus. Nein, das war nicht richtig. Ach, bin ich dumm, ich weiß es. Man braucht nämlich auch den Somaria-Stab. Da setzt man einen Block da drauf, dann kann man hier ganz einfach... oh, ich habe vergessen, ich habe... So, jetzt. Dann kann man hier ganz leicht durchschießen. Okay, ein bisschen weiter nach unten. Und jetzt. Und Treffer. Und wir haben... Oh, ich habe immer noch den Somaria-Stab ausgerüstet. Weg mit dir. So. Okay, jetzt aber wieder Schwert und Feder. Sehr schön. Meine zwei Lieblings-Items. Und wir begeben uns zum Boss. Macht euch bereit. Was wird uns erwarten? Tiefes Gewässer und eine... ein Krebs. Eine Krabbe. Okay, wie bist du zu besiegen? Erstmal, können wir tauchen? Aha, wir müssen erstmal tauchen, dann sehen wir nichts. Okay, dann war das doch falsch. Oh, er schießt Feuer auf uns. Ich kann nicht mehr nach oben. Vielleicht hätte ich gar nicht, vielleicht hätte ich doch, also ich, hä? Auf jeden Fall kann ich nicht mehr nach oben, das heißt, ich muss unten kämpfen. Okay, okay, ich kann doch nach oben. Ich nehme alles zurück. So, wie bist du nun zu besiegen? Probieren wir es erst einmal mit Bomben aus. Hatte ich ja schon ausgerüstet. Du hast ja hier ein Loch. Treffer und... hat dir das jetzt was ausgemacht? Moment, noch einmal. Nein, das... Okay, dann brauchen wir doch das Blasrohr. Und die Feder. Und vielleicht müssen wir ihn auch nur mit dem Blasrohr abschießen. Nein. Vielleicht, wenn es sich umdreht... Jetzt ist er unter Wasser. Das uns aber irgendwie nichts bringt. Ich verstehe diesen Boss nicht. Vielleicht brauche ich jetzt die Bomben. Verdammt, das war zu weit. Nochmal zu weit. Nein! Moment. Ich habe eine Idee.
Dieser Boss ist ein wenig kompliziert. Vielleicht kann ich ihn unter Wasser mit... Nein. Mit dem Blasrohr abschießen. Um das zu probieren, brauchen wir aber erstmal den Blasrohr auf, A. Schnell ausweichen. Oh, geh weg. Und tatsächlich, so machen wir ihm Schaden. Okay, 2 Treffer. Oh, das war gekontert. 3 Treffer. Boah, 4 Treffer. Und so geht dieser Boss. Man muss einfach nur unter Wasser. Jetzt geht er wieder hoch. Gehen wir auch, bis er wieder hinunterschwimmt. Okay. Komm schon, dreh dich um und versuch mich abzuschießen. Oh, schade, das hätte ein Treffer sein können. Okay, dann noch einmal. Treffer! Geh unter Wasser. Geh unter Wasser, da ist es dir doch lieber. Jawohl! Somit können wir ihn wieder angreifen. Boah, oh, aber er uns auch. Wir müssen immer gut ausweichen auch. Boah, das war sogar getroffen. Treffer. Treffer. Okay, er lebt aber immer noch. Oh, er ist nicht so einfach, wie man denkt. Also ist schon einfach, aber hält auch einiges aus. Okay. Treffer. Wie viel hältst du denn noch aus, bitte? Okay, und... Ach, verdammt. Und warten, warten, warten. Okay, wieder unter Wasser. Das ist sehr schön, dann können wir ihn besser angreifen. Oh, das war trotzdem getroffen. So, Treffer! Stirb doch endlich! Und Treffer und Treffer und... Wie ist denn dieser Gegner hier zu besiegen? Wenn es so weitergeht, habe ich keine Duft... Okay, ich bekomme immer wieder Duftkerne, aber will nicht sterben. Und es besiegt! Juhu! Also will er doch sterben, wir erhalten einen Herzcontainer. Das macht mich sehr glücklich. Und wir können rechts weiter und halten, erhalten. Die 5. Essenz der Zeit. Ich glaube, ich war in Level 5. Die 5. Essenz der Zeit. Oder die 6. Und es ist... Einsamen Gipfel. Den einsamen Gipfel. Eine Essenz der Zeit. Sein stolzer, einsamer Geist. Bleibt unbeirrt. Selbst in Zeiten der Versuchung. Yay, den einsamen Gipfel. Woo! Ich bin glücklich. Okay, und der Markobaum möchte uns mal wieder gleich etwas sagen. Der, oh, das ist der Baby-Markobaum. Gutko, ich habe eine gute Nachricht. Königin Ambi hat soeben den Palast verlassen. Das ist deine Chance. Vielleicht ist dies die einzige Gelegenheit, Nairu zu retten. Oh, okay, dann speichern wir aber erstmal ab. Wir müssen uns beim nächsten Mal in das Schloss von Königin Ambi begeben. Das wird interessant. Ich sage nur noch, mein Name ist Gutko. Das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Age. Bis zum nächsten Mal und bye bye.